ein Anteil. Und dann kommt schon das Thema Windows Mobile und Android. Android allerdings noch mit einem 5% Anteil, der noch nicht sehr groß ist für das, dass es das Betriebssystem aber jetzt knappe anderthalb Jahre eigentlich live im Markt gibt, doch schon sehr, sehr beachtlich. HTC will natürlich hier auch seine Marktführerrolle beherbergen und will sie auch weiterhin behalten. Wir sind Marktführer im Thema Windows Mobile, wir sind Marktführer im Thema Android. Da wollen wir bleiben. Wir sind das Unternehmen mit den meisten Android-Telefonen im Portfolio und werden das Portfolio nachher auch noch erhöhen und sehen auch im gerade Bereich Windows Phone 7 ab Ende diesen Jahres nochmal einen starken Trend auch für das Thema Windows Phone, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in Barcelona war, auch die unterschiedlichsten Infos von dort damals erhalten hat. Ich glaube, eine sehr, sehr interessante Thematik, die uns dann auch Ende des zweiten Halbjahres beschäftigen wird. Wichtig für uns heute aber das Thema Android nochmal. Social Media, eine andere Präsentation vom Telefon, wie sie sonst bisher war, über Stream. Applications, auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wird immer mehr, wird immer größer. Und der Application, der Android-Markt dem Nutzer locker von der Hand gehen und am besten das noch zu einem attraktiven Preis, ist der HTC Smart, den wir in Barcelona vorgestellt haben, in Deutschland exklusiv bei der O2 erhältlich. Haben wir in Kooperation mit der O2 dort auch gelauncht. Ist mittlerweile dort auch erhältlich. Haben Sie vielleicht jetzt in der letzten Zeit gelegentlich mit irgendwelchen Plakat, sonstigen Werbethematiken, die O2 nimmt mit dem Gerät relativ viel. Das Gerät läuft auf einer Plattform, die wir Blue nennen, die Blue genannt wird. Die meisten kennen das Gerät, ist in Zusammenarbeit auch gerade die Plattform mit Qualcomm entstanden und ist wirklich unser Essential Smartphone. Es ist wirklich von der Positionierung her auch preislich sehr aggressiv. Wir bewegen uns da bei unverbindlichen Preisempfehlungen unter 200 Euro. Das heißt auch, da ist es sehr gut ab. Auch für den Finanzbetreiber, um auch einfach in andere Kategorien zu kommen. Die zweite Kategorie ist die Kategorie Produktivität. Ich übersetze es auch mal ganz in Deutsch. Produktivität ist für uns eigentlich unser, da kommen wir her. Ganz ehrlich, Produktivität. Wir sind groß geworden im Business-Umfeld, im Enterprise-Umfeld, mit Windows Mobile, mit den ersten Pocket-PCs. Das ist unsere Kernkompetenz, die wir immer weiter ausbauen und auch immer um die verschiedenen Kategorien erweitern. Wir haben in Barcelona den HD Mini offiziell vorgestellt als Nachfolger als Erweiterung des HD 2, der das erfolgreichste Windows-Telefon für uns war im letzten halben Jahr. Trotz seiner Größe, trotz seines immensen Formfaktors ist es mehr als gut angekommen, kommt nach wie vor mehr als gut an, weil es einfach ein tolles Gerät ist für die User Experience, von Bedienbarkeit, von Design, Haptik, alles an dem Gerät passt eigentlich und ist im Windows Mobile Umfeld meiner persönlichen Meinung nach momentan das Nonplusultra und mit dem HD Mini dann natürlich jetzt perfekt ergänzt das weltweit kompakteste Windows Phone, das wir damit gelauncht haben. Von der Ausstattung her ist es relativ identisch, bis auf den Prozessor, der ist natürlich alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen kompakter. Von daher benötigt es auch nicht den Gigahertz-Prozessor, um das ganze Thema abzudecken. Ansonsten, was sich wie ein roter Faden durch die Geräte durchzieht, ist das Thema Sense. Also Sie sehen, wenn wir von Benutzeroberflächen sprechen, wenn das Bild ein bisschen größer wäre, könnte man meinen, es ist ein HD 2. Ja, wenn das Bild größer wäre. Und das ist eigentlich auch das Thema, wo wir hingehen wollen. Eine einheitliche Benutzerführung, ein einheitliches Erlebnis über die Geräte hinweg. Natürlich ist es immer was anderes, ein Android-Telefon zu haben wie ein Windows Mobile Phone. Das ist einfach auch das Betriebssystem, das dahinter liegt. Kategorie Design ist etwas, mit dem wir waren zweimal bekannt für ein gutes Design und schickes Design in den Telefon auch nie eigentlich extrem herausgehoben. Mit dem Gerät haben wir das erste Mal gemacht. Sieht man es eigentlich? Erkennen Sie was? Sonst gehe ich gleich auf die nächste Folie, vielleicht sieht man es besser. So, das ist glaube ich besser zu sehen. Das ist der HTC Legend, den wir in Deutschland gemeinsam mit der Vodafone vertreiben, als exklusiven Netzbetreiber. Ist eigentlich unser Gerät, das wir designtechnisch, also wie es gerade das Wort sagt, unsere Design-Ikone, ja, innen drin top ausgestattet,
Auch hier mit den Prozessoren, mit dem AMOLED-Display und so weiter und so fort. Wichtig hier allerdings ist dieser aus einem Block gefräste Aluminiumrahmen. Das sind einfach nochmal ein Erlebnis on top, nochmal ein Level on top auf das Gerät, das von der Performance her super ist. Einfach nochmal ein Erlebnis. Smartphones, Handys werden immer mehr zum Lifestyle-Produkt. Die legt man auch am Samstagabend in der Bar neben sich, die legt man im Restaurant neben sich und zeigt sich auch gern. Und von daher ist es eigentlich auch immer wichtiger, dass Design mit betrachtet wird. Der momentane Topseller, so top, dass er eigentlich ausverkauft ist, ist im Bereich Performance das Thema HTC Desire. Ganz klar, momentan das aktuell schnellste Android-Telefon, was auch momentan auf dem Markt erhältlich ist, mit dem wir, wie gesagt, das Wort Desire kommt nicht von irgendwoher, also es ist wirklich gerade extrem viel nachgefragt, es ist ausverkauft in quasi allen europäischen Ländern. Wir kommen in der Produktion gar nicht hinterher, so groß ist die Nachfrage. Ist einfach momentan, wie gesagt, das Nonplusultra. Von der Bedieneroberfläche über dem, was drinsteckt und was das Gerät auch alles kann, ist es einfach in sämtlichen Leuten auch gut angenommen. In der Schweiz macht die Tagesschau zum Beispiel immer so einen monatlichen Smartphone-Check, ich glaube zwei monatlichen. Und da ist auch mittlerweile der Desire, dass der Benchmark. Das wird herangezogen, wenn ein neues Telefon rauskommt, das muss es besser machen, das muss es besser können. Ja, das war jetzt mal der grobe Überblick zu dem, was